Seid ihr herzlich willkommen, die aktuelle Liebesenergie. Und bei dieser Legung stellen wir die drei wichtigen Fragen. Was denkt er, wie fühlt er sich und was wird er tun? Das ist eine allgemeine Legung, aber es besteht die Möglichkeit, diese Orakel zu buchen. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Aus der Schweiz 12,50 Euro. Die erste Frage ist, was ist sein Gedanke, was ist sein Plan? Das sehen wir in der Mitte. Er erscheint hier. Also die Gedanken kreisen um sich selbst. Aber hier ist Verlust, weil die Mäuse zeigen das. Dort, wo die Mäuse sind, fressen etwas auf und dann ist es nicht mehr da. Die Mäuse können auch helfen, zum Beispiel negativen Gedanken entfernen. Aber die Mäuse rauben auch etwas von seiner Wahrnehmung oder von seiner Kraft. Was die Karten noch bedeuten können, er hat Angst, etwas zu verlieren. Geld zu verlieren, Arbeit zu verlieren, Sicherheit zu verlieren oder Angst, dich zu verlieren. Seinen Gedanken sehen wir hier, du als Dame erscheinst in seinen Gefühlen. Und die Schlüssel bedeutet die Selbstsicherheit. Er trifft gerade wichtige Entscheidungen, zeigen die Wege oder er plant, dich zu sehen, dich besuchen. Er ist auf dem Weg zu dir und mit diesem Schlüssel öffnet sich. Was wird er tun? Das sehen wir hier. Er sucht die Verbindung zu dir, er macht die Reise und er hat diese optimistische Haltung. Die Sterne bringen Glück, dieses Schiff zeigt die Hoffnung, aber kann eine Reise auch sein. Entweder er besucht dich oder er plant mit dir einen Urlaub. Und jetzt schauen wir an, was die Karten noch zeigen. Was entfernen die Mäuse? Anker. Die Sicherheit und Stabilität. Es gibt Momente, wo er das Gefühl hat, er verliert den sicheren Boden unter seinen Füßen. Dieser Anker bedeutet aber auch Beruf, Berufung und er hat Angst, seine Arbeit zu verlieren. Was ihn betrifft, er trifft Entscheidungen und sucht die Verbindung zu dir. Oder die berufliche Veränderung beschäftigt ihn und dieser Ring bedeutet Verträgen. Er verliert etwas beruflich, aber die Verträge kommen noch. Was dich betrifft, scheint die Sonne, zeigt deine Ausstrahlung, aber auch die Anziehungskraft zwischen euch beiden. Außerdem, die Sonne beleuchtet dich, macht dich sichtbar und das heißt, er möchte dich sehen. Welche Entscheidungen wird er treffen? Kommen Veränderungen. Das kann berufliche Veränderung sein, kann Umzug sein, oder er verändert seine Einstellung oder die Richtung. Wo sollst du selbst sicher sein? Was öffnet sich hier? Das Kind kann die Kinder sein, aber bedeutet eine neue Richtung, die Neuigkeiten. Diese Verbindung zu dir. Er kommt durch Umwegen oder er sucht Heilung, kann auch bedeuten, dass noch eine Frau Einfluss hat auf die Geschehen.
die Hoffnung oder diese Reise. Etwas geht zu Ende, zum Beispiel der Kontakt zu dieser Frau. Was bringt Glück? Die Wege, die Entscheidungen. Er macht schon die richtige Entscheidung. Hier zweimal erscheinen die Wege und ihr beide auch bei diesem Orakel. Und das bedeutet schon, ihr gehört zusammen. Seine Gegenwart. Er lernt etwas oder kann auch bedeuten, im Gegenwart ist er noch etwas verschlossen. Dein Gegenwart. Dieser Turm kann deine Größe sein, dass du damit bewusst bist oder kannst etwas vergrößern. Dieser Turm kann aber ein Amt sein oder eine rechtliche Lage, zum Beispiel Erbschaft. Dass da Termine kommen, das muss erledigen. Oder was dieser Turm noch bedeuten kann, du fühlst dich eingeengt, beruflich, familiär oder noch eine Partnerschaft. Und das war diese allgemeine Legung. Wenn dir dieses Video gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn du das likest oder meinen Kanal abonnierst. Vielen lieben Dank. Und ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe, eure Dendera.